Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Folge von Kingdoms of Amalur. Wir sind mittlerweile in der Mauer angelangt und haben uns mit City angetroffen, wie ihr seht. Und werden jetzt mal eine Runde mit anderen noch quatschen. Die es eben schon bisher geschafft haben. Hallo. Gut, dass ihr hier seid. Ja. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Das bin ich. Aber es gibt noch keine Spur von Alin Shear oder Ventrenium. Das ist schlecht. Nochmal, ich wusste, wir können ihr nicht trauen. Ich hatte Ventrenium beauftragt, sie im Auge zu behalten. Und bis vor kurzem hat er mir auch regelmäßig Nachrichten geschickt. Aber je näher wir Bael kamen, desto seltener wurden sie. Wir müssen durch das Haus der Rache und den Mischling töten. Und wir werden es wohl ohne sie schaffen müssen. Wer ist der Mischling? Es ist das, was im Haus der Rache einem Anführer am nächsten kommt. Ein Feier, der von seinem Hass so verzehrt wurde, dass er kaum mehr als ein Tier ist. Wenn ihr nach Bael hinein wollt, muss der Mischling sterben. Ich ahnte es. Nein. Was auch immer Gadflo da drinnen macht, wird mit jeder Minute, die wir vergeuden, größer. Selbst wenn uns Alun nicht verraten hat, bleibt uns keine Zeit, um auf sie zu warten. Hört mal. Ihr seid mächtiger, als ich es jemals war. Wenn irgendjemand diese ganze Sache beenden kann, dann ihr. Wenn ihr den Mischling getötet habt, geht ihr nach Bael und haltet Gadflo auf. Sollten wir getrennt werden, kämpfen wir weiter, um euch einen Fluchtweg offen zu halten. Und jetzt geht! Bleibt wachsam! Klare Ansage, oder? Erst was zu tun ist, genau das machen wir jetzt auch. Wird nicht ganz einfach, davon gehe ich aus, aber... Alter, schlüssel nicht, weil wir jetzt hier noch einen... Troll haben. Ich aber gerade nicht sehe. Da kommt er! Ach du Scheiße, es sind ja mehrere! Scheißendirektor! Aua, 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 aua. Ich will erst Treue besiegen, bevor ich was anderes mache. Also bevor ich da reingehe, werde ich erstmal die Treue ein bisschen beiknippeln. Aber ich denke mal, wir werden mal ein bisschen Power anmachen. Aua. Autschen. Sehen wir mal, wer hier so ein bisschen mehr... Ups. Ein Fehler. Einen haben wir gleich down. Genau jetzt. Wenn unsere Kameraden hätten immer so völlig rumstehen, hauen wir uns mit dem Vieh immer noch hier. Alter! Jetzt kriegen wir jetzt, was wir brauchen können, ne?
schöne Sache ist das. Mana trank immer mal ruhig mit. Das schadet nichts. Da können wir ruhig was bei haben. Den anderen. Kann man den auch plündern? Achso, wir können das mal ausprobieren. Das geht mir jetzt nicht mehr auf den Sack. Den können wir plündern, ja? So. Und dann werden wir uns jetzt mal hier auf den Weg da vorne hin machen, dass wir jetzt dieses Haus der Rache quasi im Bezug nehmen. Also im Beschlag. Also, ey, wisst ihr, was ich meine? Irgendwie sowas. Lauft, Freunde, lauft! Keine Zeit, um was zu plündern. Lauft, lauft! Haltet die anderen Hansel oder keine Ahnung, sie sind auf. Oh, was haben wir denn hier? Entschuldigung, aber ich habe hier gerade was gefunden. Ich muss gerade mal irgendwo mal gucken. Was haben wir denn hier? Geisterflucht? Das ist besser als das, was wir jetzt gerade haben. Geschwindigkeit langsam ist aber vom Ding hier ein Stück. Vom Waffenschaden höher. Das ist okay. Ich nehme das. Geil! Guck mich das mal an. Ehrlich. Ich würde mal sagen, wir lassen die Jungs draußen mal eine Runde spielen und wir gehen mal eine Runde ins Haus. Ach, Schlüssel finden wir auch noch. Schöne Sache. Na gut, dann machen wir noch mal. Es scheint, als wäre es soweit. Der Kreislauf erwartet euch. Ein Schwertschwinger sind wir. Es scheint, als wäre es soweit. Dann mach die Tür auf. Ich will auch rein. Vorwärts! Wir sind fast da. Komm gleich. Muss erst mal gucken. Kriegst mehrere Beinpanzer? Das gucken wir uns mal ganz anders an. Wir haben schon so eine ähnliche Höschen, ne? Oh, was ist hier für eine Schlacht? Hey, ihr Bastarde, wo wollt ihr hin? Blutet für mich, Sterblicher! Ja, ich kann gerade nicht! Gut, der hat nichts dabei. Jetzt gucken wir mal, was die anderen Freunde, meinen anderen Freunden hinten geht. Weil ich gerade so ein bisschen getrennt wurde von denen, irgendwie, habe ich das Gefühl. Ach, die hauen sich alle noch.
Was denkt ihr denn, wer ihr seid, ihr? Wo Schnampelmänner? Oh, halt, ich kann mal plündern. Nee, brauchen wir nicht. Ja, wir können X im Abrüstungsmodus drücken. Ja, ich weiß, dass wir das können. Wollen wir aber nicht. Und ich frage, warum ich diesen Leuten überhaupt helfe hier. Ich habe es mal so kennengelernt, dass wir keinen anderen zurücklassen. Also wir nehmen alle mit. Also es wird keiner zurückgelassen. Nein, 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 nein. Das machen wir damit vorher gar nichts an. Keiner wird zurückgelassen, wir nehmen alle mit. Wer weiß, wofür es gut ist, naja. Und bei der Masse, die hier vorne ankommt, dann können wir mal ruhig auf die 5 schalten. Das ist ein Priester vor allem hier. Autsch, Autsch, Autsch! Oh, ich hatte die Kameraführung ehrlich gesagt. So, jetzt kommt der Priester dran, ne? Immer gut. Gibt's hier hinten? Nein, naja, nicht für mich. Ach, hier müssen wir hoch. Bei der Weg vergessen. Was ist mit dir los? Fußkrank oder was? So, tragen tue ich ja nicht auch noch. Ups. Ich verrate mal nicht, dass ich die Hauptarbeit hier mache eigentlich. Sie alle sollen brennen. Ja, ja. Burn, baby, burn. Was haben wir denn hier? Und der Trüsch. Mhm, Schlangenhaut-Tunika. Tunika sind irgendwas für die Magier unter uns. Inventar, Rüstung, was haben wir denn da? Ja, das ist Raffinesse. Raffinesse ist Schurke quasi. Haben wir nicht, können wir nicht mit anfangen. Schade eigentlich, hätte klappen können. Na gut. Wir haben so viel Zeug dabei, wir könnten eigentlich eine ganze Menge zerbröseln, so ein bisschen, ne? Aber, naja, mein Gott. Aber keine Zeit, wir müssen erstmal jetzt hier eine Runde mal schnell voranmachen. Unsere Jungs warten halt nicht lange. Das seht ihr ja schon. Wir sind mitten im Geschehen wieder. Und wir stürzen auch mitten rein.
Infanterie, lass mal bitte in Ruhe. Das hat gut funktioniert, mein Plan gerade. Gruppe sammeln lassen und dann einfach nur reinhüpfen. Was haben wir hier? Alchemielabor? Ne, Alchemie brauchen wir nicht. Ja klar, kämpfe ich gut. Und wie ich weiterkämpfe, das sehen wir in der nächsten Folge im nächsten Let's Play zu Kingdoms of Amalur. Also bis dahin, tschüss!